Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten einen Raptor zähmt und was ihr dafür braucht. Also am wichtigsten ist es, ihr braucht Fleisch, viel Fleisch. Für den Anfang, klar, ihr habt wahrscheinlich keine Dinos so groß, also nehmt euch, keine Ahnung, ein Speer, sonst was und geht auf die Jagd nach Fleisch. So, ich zum Beispiel bin jetzt schon Level 69, klar, wir haben jetzt die Pike, wir haben jetzt Metall, klar. Also es ist am Anfang wichtig, klar. Holt euch Metall. Ich hole mir mal kurz einen Vogel mit, weil das Raptor suchen sonst zu lange dauert. Beim Raptor ist es dann wichtig. Komm her. Eieiei. Beim Raptor suchen ist es wichtig, also beziehungsweise beim Raptor suchen, beim Raptor zähmen eher, ist es wichtig für die Anfangslevel, dass ihr den irgendwo festbackt. Sagen wir sozusagen. Oder ihr steht auf einem Stein und, keine Ahnung, schießt ihn von dort oben mit Steinen ab, also mit der Zwille oder mit Pfeil und Bogen. Also was ich jetzt machen werde, hier zum Beispiel den Dillo, ganz von Anfang, geht hin, klar, und tötet den Dillo. Ja, okay, oder rennt einfach jetzt schon weg. Fängt den Dillo einfach um und sammelt mit der Picke ein bisschen Fleisch von ihm. So. Der hat jetzt nicht so viel gebracht, aber trotzdem wird es wichtig sein, dass wir viel haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr richtig zähmen könnt. Da ist inbegriffen, welches Fleisch, welches Nahrungsmittel mag halt der Dino am liebsten. Bei den Fleischfressern ist es eigentlich so, klar, jedes Tier, also erstmal im Generellen, lebt Kibbel. Kibbel ist halt hergestellt aus Eiern, also ihr habt zwei Dinos einer Art und die legen halt Eier, also männlich-weiblich, die legen halt Eier und aus diesen Eiern und Gemüse, was ihr halt auch noch anpflanzen müsst, bekommt ihr dann, wenn ihr es sozusagen in Cooking Pot legt, in Kochtopf legt, bekommt ihr dann halt Kibbel raus und das lieben alle Tiere am liebsten. Klar gibt es für manche Tiere jetzt keinen Kibbel, wie jetzt zum Beispiel für den Dodo, weil die sind so oder so schnell gezähmt, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt. Aber erstmal kommt es halt drauf an, was lieben die Dinos am meisten. Bei Fleischfressern kann ich euch jetzt schon sagen, wird es Prime Eat sein, ja, also dieses erstklassige Fleisch. Das erstklassige Fleisch bekommt ihr nur von Holmops, sagen wir es mal so. Ihr bekommt es von Stegos, ja, also von Stegosauriern. Ihr bekommt es von, jetzt lasst mich kurz überlegen, also von Raptoren nicht. Von Rexen bekommt ihr es. Von, wie heißt die, Spinos bekommt ihr die. Aber auf jeden Fall bekommt ihr die von vielen, aber auch nur von hohen. Das heißt, ihr bekommt es nicht von einem Dilosaurier oder sowas, bekommt ihr jetzt nicht unbedingt, Primate. Also bekommt ihr nicht unbedingt, sondern bekommt ihr gar kein Primate. So, dann ist es aber wichtig. Ihr wollt Primate ranholen, wisst aber, Primate hält in eurem Inventar 3 Minuten oder 2 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, und im Dino hält es 8 Minuten. Am besten ist, ihr habt in der Nähe von eurem Haus irgendwie ein paar Stegos, die ihr töten könnt und die ihr looten könnt, um ein bisschen Primate ranzuholen. Danach ist es nur noch wichtig, dass ihr dieses Prime Eat, dass ihr das bratet und dann hält sich das auch länger. Und dann kommt es wieder nur darauf an, habt ihr denn genug Fleisch auch dabei, ja? Prime Eat, das boostet ihn erstmal im Level hoch und ihr werdet gleich sehen, wenn ich einen finde. Hier unten haben wir doch direkt unseren ersten. Und ihr werdet direkt sehen, dass die Effektivität vom Level runtergeht. Der ist jetzt Level 24, den nehmen wir jetzt einfach mal so. Und er wird auch direkt aggressiv, deswegen müsst ihr auch aufpassen. Im Low Level, ihr habt nicht so gute Rüstung und sowas, ihr werdet direkt von ihm niedergehauen. Angenommen mit Level 15. Ja, mit Level 15 fängt man so an und zähmt sich halt einen Raptor. Alles klar. Geplant war das jetzt nicht. So, mit Level 15 fangt ihr an und wollt euch einen Raptor zähmen, ja? Weil ihr da dann den Sattel habt und dies und das. Jetzt ist es aber wichtig, der Raptor sollte nicht an euch reinkommen, weil der macht gut Schaden und ihr haltet halt wirklich nicht so viel aus durch diese Lederrüstung. Aber jetzt greife ich mich hier nur blöde Maps an. Und ich kann nicht mal in Ruhe jetzt den Raptor machen. Wo ist er denn? Jetzt steht er da unten. Wie schon in der
Dodo-Folge gezeigt. Habe ich gerade gefällt, nice. Wie schon in der Dodo-Folge gezeigt, gibt es verschiedene Mittel, um ein Viech zu zähmen. Was dann zum einen... Was dann zum einen irgendwie Pfeil und Bogen wäre. Und was zum anderen Teil Steinzille wäre und auch die Armbrust geht auch, aber die kommt halt erst mit höherem Level. Wo ist er denn hin? So, hier ist er. Einfach dem Raptor, wie schon vorher gezeigt in dem Video, ein bisschen anschießen. Beim Raptor ist es wirklich anschießen, weil wenn ihr einen Nahkampf versucht, ihr werdet meiner Meinung nach direkt sterben. So ist es damals uns oft passiert. Ihr habt damit nur eine Strohrüstung, habt eine Lederrüstung, ihr werdet eigentlich sofort an dem sterben. So, jetzt liegt er schon, oder? Ja. So, jetzt haben wir ihn so weit, dass er liegt. Was wird er jetzt nicht getötet von dieser Drohne? Na komm, so. Noch irgendwo welche? Nee. Nehme ich kurz mal meinen Vogel. Okay, nicht. So, jetzt lege ich ihm Nahrung rein, ja. Und jetzt werdet ihr sehen, der ist genauso jetzt wie gestern beim Dodo. Ihr müsst auf die Nahrung achten, gleichzeitig auf Benommenheit achten. Da haben wir jetzt hier nur Narkobären. Ich werde aber gleich nochmal ein Narkotikmittel holen. Und ihr seht halt hier schon die Stats. Ja, klar. Wichtig ist es jetzt darauf zu achten. Der Verbraucher jetzt ein Fleisch gibt 50 Nahrungspunkte. Und jetzt ist es halt wichtig, genügend Fleisch ran zu besorgen. Wollt ihr jetzt zum Beispiel Primate doch lieber haben und holt euch dann von irgendwelchen Stegosauriern oder sowas das Primate? Klar, könnt ihr machen. Aber ihr werdet nicht so lange haltbares Primate bekommen. Für niedrigeres Level wird es halt wirklich so sein, der Raptor wird euch wahrscheinlich vorher töten oder ihr werdet nicht schnell genug das Primate ranholen können. Jetzt seht ihr, Effektivität 70%. Eigentlich für unsere Verhältnisse, wie wir zähmen, schlecht. Bei einem Raptor ist es nämlich so, oder generell bei Tieren, wenn ihr Fleischfresser habt und Prime Eat benutzen könnt, nehmt es. Dann bleibt die Effektivität bei 90% oder 99%. Das bedeutet, in das, was drunter geschrieben ist, in diesem plus 8 Level, je höher die Effektivität ist, desto besser kriegt er auch plus Level. So, jetzt, ihr habt gesehen, das ist jetzt schon um 1% runtergegangen, es sind immer noch 8 plus Level. Benutzt ihr jetzt Primate, dann seht ihr auch unten in der Zähmleiste, die füllt sich schneller. Also dieser ganze Vorgang geht schneller, das zeige ich euch dann jetzt. So, wieder beim Dino angekommen. Seht ihr, er hat jetzt wieder ein bisschen was Plus bekommen. Und jetzt legen wir gekochtes Edelfleisch. Ihr könnt auch normales Primate reinlegen, also normales Edelfleisch. Ich habe halt jetzt gegrilltes, weil hält sich halt länger, wie ich eben schon erklärt habe, hält jetzt 31 Minuten. Und jetzt werdet ihr direkt sehen, ja, hat man eigentlich jetzt schon gesehen, es füllt sich jetzt schneller. Das heißt, die Effektivität geht auch langsamer runter. Das werdet ihr jetzt beim nächsten Mal sehen, sobald es wieder unter 50 ist. So, jetzt haben wir bei 40. Dauert es ja nicht mehr lange. Ihr seht aber auch, die Bewusstlosigkeitsleiste geht langsam wieder runter. Das heißt, wir pumpen immer wieder ein paar Narkomittel rein. Bei einem Raptor geht es vielleicht noch mit den Bären, aber da braucht ihr schon einige Bären. Hat er jetzt gefressen? Ja, der hat jetzt gefressen. Nice. Und ihr seht halt, die Effektivität geht halt langsamer runter. Er hat jetzt schon nur noch plus 7 Level. Plus diese 7 Level, dann bekommt er halt hier bessere Stats. Aber es wird halt im höheren Level, zum Beispiel in Level 100er, kriegt halt 50 Level plus. Und die will man dann halt schon behalten. Da will halt jetzt ein Raptor ein Level 100, gibt es halt dann nochmal gut, wenn er plus 50 nochmal hat. Also wenn er dann Level 150 ist. Da braucht ihr aber genügend Primate oder Kibble. Am besten nehmt Kibble. Ich mache im nächsten Video ein Tutorial, wie man am besten das Kibble herstellt. Und was ihr euch schon mal vormerken müsst, ihr braucht sehr viel pflanzliche, ja, ist das, ja, sehr viel Möglichkeit irgendwie anzupflanzen. Es wird so sein, dass ihr Gemüsefelder machen müsst, zum Beispiel ein mittelgroßes, ein kleines Beet. Geskillt haben wir die jetzt nicht. Also das wäre zum Beispiel, wo ist es? Hier ein kleines Pflanzenbeet. Kleines Pflanzenbeet, dann gibt es das mittelgroße und das große. Hier haben wir jetzt, ne, das Futterkrug.
Wir haben das mittelgroße Beet und das große, das haben wir auch hier. Wir haben dafür aber Blueprints. Die bekommt man aus diesen, also sozusagen Blaupausen, die man halt craften kann, ohne dass man sie geskillt hat. Das sind halt einfach so wie so Rezepte für die Sachen. Die bekommt man aus diesen Teilen. Das sind halt Beacons, ja, also Airdrops oder Luftabwurfsstellen. Abwurfsstellen. Da kann halt verschiedenes drin sein. Es gibt halt auch verschiedene Level für diese Dinger. Zum Beispiel das Grüne, das ist jetzt, glaube ich, Level 10 oder Level 15. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es halt von Level 5 bis Level 60 gibt es diese Dinger in verschiedenen Farben. Und insgesamt gibt es, glaube ich, 5 oder 6 Stück. Gut, dann sehen wir den jetzt erstmal weiter und wir sehen uns dann kurz bevor er fertig ist. So, Leute, was ich noch kurz vergessen hatte, dieses Narkotikmittel, Narkosemittel. Bewusstlosigkeitsleiste geht runter, also pumpen wir den mal mit 4 Stück voll. Und ihr seht direkt, die Leiste geht schnell voll. Das heißt, er müsste jetzt knapp wieder bei Hälfte sein. Ja, ist er jetzt wieder. Und jetzt kommt es halt wie beim Dodo drauf an, immer schön oben halten. Dann sehen wir uns gleich, wenn er kurz vor fertig ist. So, mal sehen, ob er jetzt direkt fertig sein wird. Und zwar wird es so sein, der hat jetzt einige Prozent schon verloren. Ich habe kein Prime Meat mehr gehabt. Das müssen wir nochmal ranholen. Aber für die nächsten Folgen wird genug da sein. Ihr seht, der hat jetzt 56% und wir sind mit 70% gestartet. Das heißt, ohne Prime Meat und ohne Kibble wird das schon einiges runtergehen. Aber ich glaube, ganz am Anfang ist man erstmal froh, wenn man überhaupt einen Raptor hat. Und zwar, natürlich fehlt ihm jetzt noch, was weiß ich, wie viel Prozent. Okay, dann warten wir das einfach auch noch ab. Das Wichtigste wird sein, klar, ihr habt jetzt einen Fleischfresser und das heißt, ihr könnt jetzt mit dem wirklich gut farmen gehen. Mit Level 15, wie gesagt, bekommt ihr halt den Sattel für den. Was hat er denn? Mal gucken. Hier, wo ist er denn? Parasaurus. Da werde ich euch auch noch gleich zeigen, wie ihr den macht. Oder bei der nächsten Folge. Oder bei der übernächsten Folge. Für einen Raptor benötigt ihr 9 Punkte. Klar. Und dann, was braucht ihr für den Raptor? Wo ist er? Hier. Der braucht 110 Leder. Das ist schon recht viel für einen Anfang. 20 Holz und 65 Fasern. Die kriegt man eigentlich einfach. Aber die 110 Leder, das ist schon echt heftig. Oh, jetzt ist er aber auch fertig. So, nenne ich jetzt Raptor-Test. Wie in allen Videos. Also braucht ihr jetzt 110 Leder. Aber ihr habt jetzt erstmal einen Fleischfresser. Und der ist Level 30. So, okay. Das war's dann aber auch mit diesem Video. Der hat halt die gleichen Sachen, die man machen kann wie mit dem Dodo. Außer, dass man jetzt in dem nicht gut Fleisch lagern kann. Kann ich euch ja zeigen. Brauche jetzt 5 Minuten. Bei mir gerade im Inventar 7 Minuten. Hier jetzt. Doch wieder 30 Minuten. Okay, ich nehme es zurück. Es klappt also doch. Also brauche ich ja wohl doch auch länger. Gut, okay. Mit dem würde ich jetzt auf die Jagd gehen. Also müsstet ihr es vielleicht jetzt machen, um für den Sattel zu bekommen. Das heißt, ihr rüstet den, ihr macht jetzt hier T oder macht jetzt mit E gedrückt halten, wechsle Aggression zu neutral oder zu aggressiv. Wenn ihr auf neutral macht, dann greift der die an, die euch angreifen. Zum Beispiel, ich greife jetzt da unten dieses Krokodil an, ja? Was man da so sieht. Wenn ich jetzt das Krokodil angreife, dann hilft der mir beim Töten und sammelt den dann eigentlich automatisch ein. Also er beißt ihn sozusagen kaputt und sammelt dann das Leder und sonst was. Alles klar. Okay. Gut. Dann hoffe ich, das war's erstmal damit. Und wir werden uns in der nächsten Folge sehen. Da werden wir uns dann befassen, wie man Kibbel herstellt. Bis später.